Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Video. Es geht um Advent. Jeder denkt nach und sagt, oh, was mache ich denn dieses Jahr, wie mache ich das? Was nehme ich für eine Unterlage? Nehme ich Steckschaum, nehme ich Strohrömer? Dann die Problematik, wie mache ich denn diese Kerzen fest? Entweder brauche ich Stecker, brauche ich Drähte? Was brauche ich für ein Grün? Es gibt so viele Fragen und so viele Probleme. Und ich habe jetzt einfach mal eine ganz neue Reihe und da zeige ich euch, wie man, ja, was ihr beachten müsst und die größten Fehler, die ihr machen könnt bei den Adventsarbeiten. Und da gibt es jetzt ganz tolle Serien. Und ganz wichtig, ein super herzliches Dankeschön an den Betrieb, wo ich hier arbeiten darf, in Bad Soden am Taunus, Blumenweigand. Und diese wunderschöne Werkstatt, die wurde mir heute für die Videos zur Verfügung gestellt. Und ich arbeite hier freiberuflich in dem Familienbetrieb, den es seit 1836 in der 7. Generation gibt. Und ich sage mal ein ganz herzliches Dankeschön. Und ihr Lieben, es gibt hier auch eine Adventsausstellung und die wird am, Moment, mein Spickzettel, am 23. und 24. November 2024 sein. Das wird sich bestimmt lohnen, vorbeizuschauen. Aber jetzt gehen wir zum Video. Ja, heute ist mal der erste Teil. Man will ja irgendwie einkaufen gehen und überlegen, was mache ich jetzt für den Kranz? Und da ist natürlich auch die große Frage, welche Kerze kann ich für welche Unterlage nehmen? Ja, viele machen sich da gar nicht so viele Gedanken drüber. Ich habe jetzt einfach hier mal verschiedene Strohrömer mitgebracht, ja, um verschiedene Größen zu haben. Und ich muss natürlich die Unterlage und die Kerzengröße, die muss schon irgendwie auch zusammenpassen in der Relation, also nicht nur optisch. Ja, also so eine dicke Kerze braucht natürlich auch einen dickeren Kranz, aber ich muss ja die Kerze auch befestigen. Das kommt in einem anderen Video, die Befestigung. Aber ich muss die Kerze ja auch befestigen und hier sieht man jetzt also, dass so eine Kerze für so einen Strohrömer viel zu dick wäre. Ja, folglich kann ich die leider überhaupt nicht verwenden. Thema Kerzen ist übrigens noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn immer ihr mit Kerzen arbeitet, einfach ein Tuch auf den Tisch, die Kerze draufstellen und dann ist die unbeschadet. Ja, und dann gibt es Strohrömer, gibt es dann so viele Stärken. Ja, hier sieht man jetzt, also das sind, und diese Angaben sind beim Bestellen, ich zeige euch nochmal einen Bestelllink von Floristik24, ja, da gibt es dann 4 cm, ja, das ist jetzt, glaube ich, ein 25 cm Durchmesser, Schrägstrich 4, und diese 4 ist also die Breite hier oben. Und das ist jetzt ein 6er, ja, der hat also 6 cm und man sieht auch, der ist jetzt viel, viel massiver und da kann man natürlich viel, viel besser auch die Kerzen drauf befestigen. Und ich habe die jetzt einfach mal so verschiedene Kerzen mal mitgebracht und man sieht also, so eine kleine Kerze ist jetzt, ja, das ist viel zu mini, da könnte man mit so einem Strohrömer arbeiten. Also diese Relation, die ist ganz, ganz wichtig, dass man die richtige Relation bekommt. Und für so einen Strohrömer, wenn man dann auch das buschige Grün dazu hat, der kann ruhig also so eine Kerze auch gebrauchen, ja, dass man das drauf macht. Also überlegt euch wirklich gut die Größe. Das ist jetzt 30 cm Durchmesser, 6 cm Stärke. Aber es gibt wirklich immer diese dickeren und die dünneren Römer. Und dann gibt es natürlich nicht nur Strohrömer, es gibt auch noch für Leute, die sagen, sie wollen dann Frischstecken. Das werde ich auch noch zeigen. Frischsteckmasse ist also Steckschaum, der wird gewässert und da werden die Kerzen anders befestigt. Kerzenbefestigung ist natürlich auch noch dann ein Thema und hier wird tatsächlich die Kerze dann ja, erstmal eingesteckt und dann gearbeitet. Und wenn man jetzt bedenkt, dass dieser Adventskranz mit Grün ja so breit wäre, kann der auch, also so eine Kerzenstärke, das ist jetzt eine, ich glaube, die hat 7 cm Durchmesser aus meiner Erfahrung. Ja, das ist jetzt zum Beispiel das Maximum für so einen Kranz.
Ja, das ist die eine Option. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, sie hätten es gern länglich. Wichtig ist auch, die Kerzen nicht zu eng aneinander, also nicht die Kerzen jetzt hier so 1, 2, 3, 4 nebeneinander, sondern die können ruhig so ein bisschen Zwischenraum haben. Also ich zeige es mal, ich habe jetzt verschiedene Kerzen, die habe ich einfach nur zum Zeigen, so dass die Kerzen in dem gleichen Abstand ja so fixiert werden in der Steckmasse. Ja, also und dann gibt es natürlich noch zu guter Letzt, gibt es ja auch Stabkerzen und da komme ich wieder auf meinen dünnen Strohrömer zurück. Da könnte man fast, also eine Nummer höher bräuchte man die, da könnte man fast überlegen, ob man auch mit Stabkerzen ein bisschen höher arbeitet. Die muss man dann natürlich ein bisschen öfter tauschen und da muss man auch aufpassen, wie man die befestigt. Also sorgsam andrahten. Aber ja, Kerzenbefestigung ist noch ein neues Video, aber das ist jetzt erstmal die Überlegung, wie dick sollen die Kerzen sein, wie hoch und es gibt natürlich auch noch eine schöne Variante, dass man, wenn man so einen, ich sag mal, das ist jetzt eine schöne Größe für einen Adventskranz, dass man auch hinten zwei höhere Kerzen nehmen kann und vorne zwei niedrigere und dann zündet man an die höheren erster, zweiter und die niedrigeren dritter, vierter Advent. Und dann schafft man es vielleicht mal an Weihnachten alle gleichzeitig abzubrennen, was natürlich immer schwierig ist. Ja, aber dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Vergnügen bei eurer Kerzenauswahl. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!